glaube, ich muss schwere Geschütze. Jo, was ist hier los? Woher kommen die alle? Was passiert hier? Okay. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Und ich bin gerade noch am Frühstücken, beziehungsweise ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie viel Uhr es ist. Lass uns mal kurz schauen, bevor wir loslegen. Ja, Frühstück ist gut. Es ist Mittag. Ich habe mich gerade eingeloggt und dann ist für mich einfach morgens. Es ist, wie es ist. Nee, Spaß beiseite. Lasst uns heute auf jeden Fall oben noch eine kleine Änderung machen. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Ich war letztes Mal so im Baurausch, im Baumodus, dass ich einfach alles aus Holz gemacht habe. Aber ist ja völlig klar, dass wir beim Turm natürlich die Wände ebenfalls aus Stein machen müssen. Das versteht sich von selber. Das bedeutet, ich würde gerne ein paar Steine nach oben schicken. Und dazu würde ich hier nach unten gehen wollen. Und ich glaube, schaut mal, die Bäume sind alle schon herbstlich verfärbt. Und das bedeutet, wir müssen uns vor den Elchen in Acht nehmen. Die dürften jetzt wieder ziemlich aggro sein. Da müssen wir aufpassen. Und ich würde gerne ein paar Steine hochschicken. Ich meine, diese zwei Seiten, die wir jetzt mit Stämmen zugemacht haben, sei es drum, die sind super schnell wieder rausgerissen. Das ist kein Problem. Und wir können die auch wiederverwerten. Uns fehlt ja auch noch Palisade, Zaun, was weiß ich ja, alles Mögliche. Oder wenn wir hier unten die Brücke bauen, und zwar hier hinten, dann brauchen wir auch jede Menge Stämme. Also da wird nichts verschenkt. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns erstmal ein paar Steine hochschicken. Früher Morgen, gerade eingeloggt, Steine sind wieder da. Und wie gesagt, wir müssen uns nur sehr, sehr, sehr in Acht nehmen vor den Elchen. Aber die haben sich gerade so ein Stückchen von uns wegbewegt. Glaube ich zumindest, ja. Schau mal, wie viele das jetzt plötzlich wieder sind, oder? Da unten ist einer, da sind zwei. Da hinten rennt bestimmt bei uns einer in der Base rum. Eieiei. So, und dann müsste ich eigentlich Kelvin jetzt... Wisst ihr was? Wir müssen Kelvin mal runterholen. Das wäre sehr viel sinnvoller. Weil der soll Steine holen jetzt wieder. Ist ja klar. Wenn ich jetzt die ganzen Stämme oben rausmache, dann muss ich Kelvin jetzt ablösen. Oh, schaut mal, wir haben Besuch. Oh, und ich habe keine Fallen hier. Immer noch nicht. Oh, das wird mies. Und Virginia ist auch nicht da. Wie groß ist die Chance, dass der uns ignoriert? Sollen wir den einfach mal lassen? Ich meine, was soll schon passieren? Ja, Falle. Wo können wir denn eine Falle aufmachen? Weil ganz ehrlich, es ist schon viel jetzt inzwischen mit den ganzen Kannibalen und Mutanten und Dämonen war noch keine hier, aber so der Rest halt, dass wir irgendwo eine Falle haben. Aber ich weiß nicht, erstens ist es natürlich schwierig, weil wir hier so ein starkes Gefälle haben, aber So, Kelvin, komm mal mit. Frage ist, wo lassen wir ihn Steine holen? Unten an der Basis? Ich glaube, unten an der Basis wäre das absolut Beste. Komm mal mit, Kelvin. Und solange er nach unten läuft, weil er braucht ja immer ein bisschen länger, deswegen auch die Brücke übrigens. Können wir die Steine, die dort sind, schon mal aufsammeln und hochschicken? Dann haben wir einen gewissen Vorrat. Ja, das ist doch gut. So denke ich mal, wird ein Schuh draus. Das ist ein kleiner Stein. Ein paar können wir nämlich schon mal aufsammeln hier. Hier wieder vier Stück. Und bis Kelvin da ist, schicke ich noch Steine hoch. Dann wird er angewiesen, Steine zu holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder oben, wenn wir weiterbauen können. Hier, schaut mal kurz, jetzt kann man sehr gut sehen, wo Kelvin entlang läuft. Schaut mal, diese grauen Teile da, wo Kelvin ist, das ist der Wasserfall. Und er läuft ganz, ganz unten rum irgendwo. Oh, vielen Dank, Virginia. Und er muss ganz unten rumlaufen. Also er ist hier nicht zu sehen. Er läuft wirklich den ganzen Berghang entlang runter, unten im Tal rum. Und dann hier hinten noch an dem grauen Felsvorsprung vorbei und kommt dann quasi so von Richtung der Landebahn. Also wirklich extrem. Ich warne dich. Komm mir nicht zu nahe. Ja. Also von dem her, da muss man dringend was machen. Aber ich würde natürlich eins nach... Hörst du auf? Es tut mir sehr leid. Aber ich will mich nicht... Achso, das Fleisch können wir ja... Oh nein. War da nochmal eins? Ich bin schon zahlreiche Male angesprüht worden. Das ist richtig ätzend. Kelvin ist da. Hey, Kelvin, super. Du kannst gleich voll einsteigen. Hole Felsbrocken und Behälter füllen. Los geht's. Los geht's. So, ich schicke noch eine Ladung hoch.
Es dürfte reichen. So, dass wir zumindest mal ein bisschen vorankommen. Und, oh ja, hoffentlich ist natürlich unser Freund nicht oben. Ich hoffe, der hat sich inzwischen... Oh, schaut mal. Jetzt ist die ganze Meute da. Das ist auf jeden Fall ein Dämon gewesen. So ein Höllendämon. Eieiei. Okay. Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir hier aufräumen müssen. Definitiv. Und ja, ich bin natürlich wieder zurück, weil, muss ehrlich gestehen, war ein bisschen enttäuscht vom Helikopterlandeplatz. Ich habe nicht ansatzweise so viel bekommen, wie ich mir vorgestellt hatte. So, mal schauen, ob sich die einsortieren. Die sortieren sich ein. Okay. Dann würde ich nämlich die jetzt alle rausmachen. Mist. Naja, egal, es werden ein paar daneben fallen, das ist nicht schlimm. Und Kelvin war recht fleißig, der eine Behälter ist fast voll. Ich würde jetzt erstmal die großen Flächen freiräumen hier. Und dann schauen wir uns die unteren Seiten an. Vielleicht müssen wir den einen oder anderen Balken drin lassen. Müssen wir mal schauen. Ich hatte doch da, genau, ein bisschen Schwierigkeiten, teilweise Balken rauszumachen. Und bevor ich mich da zu sehr verkünstle, die wieder zu entfernen, das Problem hat man ja tatsächlich schon manchmal, würde ich versuchen, die drin zu lassen und dann mit Steinen aufzufüllen. Könnte auch gut aussehen. Ja? Schau mal, so viel sind es gar nicht, wenn man es jetzt mal in so einem Stammbehälter sieht. Ich springe immer, weil sonst treffe ich den Behälter wahrscheinlich nicht. Aber dann falle ich immer vom Dach, ist genauso nervig. So. Hier geht er raus. Hier, fang. Ah, ich find's gut. Schauen wir mal, ob sich der mit... Hier, fang. Steine sind effektiver. Ja, genau, verabschiede dich mal. Ich nehme den Bogen, ich versuche trotzdem mal so ein bisschen mit Pfeilen zu arbeiten, um Munition zu sparen. Beziehungsweise bei den Dämonen ist ja klar, können wir eigentlich auch mit dem Kreuz arbeiten. Das spart natürlich noch mehr Munition. Schau mal, hier geht er auch wieder nicht raus. Sehr interessant. So, hier kriegst du wieder zwei Stämme zum Packen. Okay, okay, ich muss ihn wegmachen. Gib mir mal schnell das Kreuz. Damit halte ich ihn in Schach. Ich will nicht, dass er das Ding abbaut. Hier brennt. Da muss ich ja sagen, sind Dämonen tatsächlich easy. Hier Sicherheitsabstand halten, ist klar. So. Schon erledigt. Ich nehme jetzt die Rüstung nicht mit. Ist langweilig. Haben wir schon genug. Wo ist mein zweiter Stamm? Hat sich der einsortiert? Das kann sein. So, jetzt repariere ich das hier gleich wieder, was auch immer er kaputt gemacht hat, weil ich will nicht, dass irgendwas... So. Aber Hauptsache, der Große, der kommt nicht, das wäre super. Oh, den wollte ich nicht rausmachen. Ah, und jetzt hat man wahrscheinlich wieder das Problem. Jo. Mist. Ah, das gibt's ganz oft, diese Thematik. Mist. Dass du den Stamm dann nicht mehr reinkriegst. Okay, den kriege ich nicht raus. Den hier kriege ich aber raus. Den, oh, ja, klar. Den kriege ich auch raus. Ich werfe die jetzt einfach mal so hier runter. Den unteren würde ich auch gerne lassen. Ist logisch. Ja, ich weiß warum, weil wir hier mit Halbstämmen gearbeitet haben. Und das musste ich machen, damit ich hier ansatzweise zugehe. Ist das bescheuert. Gut, was ich machen könnte. Ich könnte den mittleren grundsätzlich rausmachen. Schaut mal. Wäre eine Möglichkeit. Ist das ärgerlich. Warum kriege ich den nicht raus? Das ist doch bestimmt auch wieder ein Bug oder sowas. Jetzt kriege ich den raus. Jetzt kriege ich den auch nicht mehr raus. Was? Okay. Ich meine, wir haben hier Holz. Es ist nur, ich probiere einfach ein bisschen rum, ja. Weil dann könnte ich den auch rausmachen. Und den auch. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, besser wird's nicht. Und jetzt ziehen wir das Ganze einmal mit Steinen hoch. Das dürfte doch auch gut aussehen. Aber hier, das nervt mich jetzt tierisch. Warum kriege ich den hier nicht raus? Ah, ich weiß warum. Weil ich einen halben und einen ganzen nicht aufeinander stellen kann, ohne einen Querbalken drin zu haben. Das ist das Problem. Mist. Verdammt. Ich
brauche nochmal einen Stamm, ich will was ausprobieren. Ja, das ist jetzt halt so ein bisschen fummelig, aber ich will einfach, dass es nachher irgendwie halbwegs gut aussieht. Schaut mal, jetzt kann ich den wieder reinmachen, dann hätten wir zumindest hier Holz, hier einen Zwischenstamm, hier Holz, hier einen Zwischenstamm, da kann ich ja nochmal einen reinmachen. Wisst ihr, dann ist es, dann kann man wenigstens sagen, es sieht scheiße aus, aber es sieht auf beiden Seiten scheiße aus. Synchron scheiße. Oder? Das lasse ich natürlich so. Und den Rest würde ich jetzt versuchen. Komm, lass uns mal noch eine Reihe reinlegen, bevor ich kurz einen kurzen Break mache für die Nacht. Weiß jetzt nicht, ob das doch geht. Keine Ahnung, ob, wie gut es aussieht, aber ich möchte es auf jeden Fall aus Stein haben, habe ich beschlossen. Und hier ist natürlich auch blöd. Aber wenn ich hier jetzt anfangen würde, mal kurz meine Überlegung, wenn ich jetzt hier anfangen würde, auch noch einen Stamm reinzumachen, dann müsste ich auch wieder Querbalken reinmachen. Es sei denn, ich habe gerade eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Ich brauche die halben nochmal. Ja, manchmal muss man eben so ein bisschen... Ist der zweite? Ist der weggekullert? Hier, nee, das ist ein ganzer. Ah, come on. Nimm mal den. Ist egal. Doch wieder rein. Wie wär's denn? Ah, Mist, jetzt muss ich alles wieder auseinanderbauen. Ich will's trotzdem machen. Bleibt mal kurz dabei. Sind gleich soweit. Ich mach den wieder rein. Ich mach, wenn's geht. Müssen wir schauen. Ja, geht. Ich mach das hier wieder rein. So. Die zwei wieder raus. Ich glaube, so wird's, wie ich's will. Hier wieder rein. Dann die zwei rüber. Den und den. Dann die Mittelbalken wieder raus. Achso, die sind jetzt übrig. Den auch wieder raus. So haben wir es doch noch synchroner. Und jetzt würde ich... Gebt mir nochmal Steine, das müsste hoffentlich gehen. Ja, das war klar, dass ich jetzt wieder runterfalle. Und es war auch klar, dass ich jetzt wieder runterfalle. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Und jetzt würde ich... Ah, unten fehlen noch zwei. Das habe ich jetzt hier natürlich vergessen. Und ich muss eine Seite wieder aufmachen, sonst komme ich nicht mehr rein. Jetzt würde ich das hier gerne auffüllen mit Stein. Geht nicht. Lässt er mich nicht machen. Weil das wäre, glaube ich, wirklich schön gewesen. Holz, Stein, Holz, Stein. Ja, das ist super schade. Okay. Ja, also da kommt man mit dem Bausystem tatsächlich halt manchmal an die Grenzen. Hier würde es jetzt gehen zum Beispiel. Und wenn ich noch einen Balken hole, wird es wahrscheinlich wieder nicht mehr gehen. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Wenn ich jetzt einen reinsetze, wieder hier. 2, 3, 4. Dann geht es wahrscheinlich wieder nicht mehr. Nee. Okay. Also, dann haben wir das jetzt auch eruiert, dass es so nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, ich skippe mal die Nacht. Ich baue lieber bei Tag, das stört mich sonst ein bisschen. Und dann schauen wir uns das einfach nochmal an. Und ich versuche hier noch ein bisschen was, sodass, wenn morgen früh ich euch dazu hole, dass ich dann schon weiß, wie ich es hier final machen will. Bis gleich. So, Leute, ich nehme euch mit dazu, weil gerade hier massiv Action ist. Und ich versuche abzuhauen. Ich versuche abzuhauen und die wegzuziehen von der Base. Und dann schauen wir uns gleich an, was ich mir überlegt habe. Ich glaube, ich muss schwere Geschütze... Jo, was ist hier los? Woher kommen die alle? Was passiert hier? Okay, das ist tatsächlich das größte Aufgebot seit langer, langer Zeit. Und ich bin geneigt... was mache ich denn? Ich werde gleich umgerannt, ich weiß. Aber ich bin geneigt, Granaten zu nehmen. Die Frage ist, ich sollte das gezielt werfen, nicht ins Haus. Oh Mist. Oh, was ist hier los? Action pur. Und wo ist Virginia? Virginia! Hilfe! Es ist halt zu zweit deutlich besser. Wo ist Virginia? Virginia, könntest du dich beteiligen? Das wäre super cool. Wo ist sie? Genau, zusammen kriegen wir das doch hin. Oh, ich bin irgendwie von hinten. Okay, ja. Wenn wir den Berg mal weg haben, ist schon gut. Der ist weg. Okay, cool. Oh, Leute, läuft die Aufnahme. Ich bin so froh. Okay, aber diesmal auf jeden Fall Schrotflinten-Action.
Da gehe ich jetzt keine Kompromisse ein. Ist das cool. Virginia, los geht's. Wir kriegen das, gemeinsam kriegen wir das hin. Wow. Ist ja Wahnsinn. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkam. Es war super friedlich und ruhig. Okay. Hier, einmal in Bobbes. So, Virginia. Super, geil. Sie hat geschossen, ich habe geschossen. Super. Wow. Was für eine Action. Ist ja brutal. Da muss ich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Das ist zu viel für früh am Morgen. Ich war wirklich so eine Sekunde davor, ich habe schon drüber nachgedacht, euch mit dazu zu nehmen. Weil ich so ungefähr eine Idee habe, wie ich es jetzt machen will, nachdem ich viel rumprobiert hatte. Und dann habe ich plötzlich draußen die Geräusche gehört und ich dachte, ja gut, so ein, zwei, kein Problem, machen wir schnell. Wow. Ist ja heftig. Die Flucht zu Virginia war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wow, und jetzt müssen wir gucken, ob an unserer Base auch noch welche sind. Hier. Da ist bestimmt ein bisschen was kaputt gemacht worden. Hier, das hier kommt nicht von mir. Hoffentlich nicht sehr viel. Und doch, ein bisschen was haben sie schon. Woher kommt der? Okay, der könnte von mir kommen. Hier haben sie was kaputt gemacht. Ich reparier mal. Den hier auf jeden Fall, das sieht man auch. Hier, ich gehe einfach so mal grob drüber. Aber viel scheint es nicht zu sein, ist okay. Der kann wirklich von oben runter gefahren sein, der Große. Und den hier, den machen wir jetzt einfach wieder rein. So. Und ja, ich würde fast auch sagen, ich finde es besser, wenn hier einer steht, als wenn der hier mittendrin... Achso, ich muss erst unterstützen, ne? Ja, 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 okay. Hey, da ist noch einer, hallo. Die sind ja wirklich easy. Und ich dachte, ich hätte noch einen halben hier draußen. Aber der ist entweder weggekullert oder ich weiß es nicht. Machen wir uns ein. Zack. Her damit. Und jetzt finde ich ihn bestimmt. Ja, Virginia, gut, dass du kommst. Ist doch immer gut, wenn sie irgendwo hier in der Nähe ist. So, jetzt können wir den rausnehmen. Den werfe ich mal hier rüber. Brauchen wir bestimmt noch. Und Virginia, willst du... Es wird kalt. Ich meine, hier oben ist immer kalt. Willst du was anderes anziehen? Sie hat ja nicht wirklich so ein Winterkleidungsstück, oder? Aber immerhin mal was Langärmliches. So, ist doch bequem. Freut sie sich. Sehr gut. So, also ich zeige euch mal, was ich jetzt gemacht habe. Ich nehme eine Ladung Steine mit. Muss man gleich auch wiederholen. Und es ist ein bisschen chaotisch, ja. Aber ich habe das Gefühl, es geht nicht anders. Also schaut mal, was ich jetzt immer mache ist, ich fange von unten mit Stein an, lege drei Reihen aufeinander und leider ist es so, dass diese Reihe Steine, die oberste, nicht den Balken ersetzt bei der Stabilität der Konstruktion. Das bedeutet, ich muss hier jedes Mal in diese dritte Reihe noch diesen Balken reinlegen, damit ich hier weiterarbeiten kann. Hier zum Beispiel, ja. Diesen Balken kann ich nicht ersetzen durch diese drei Reihen, so wie bei Holz. Und deshalb muss ich das Stück für Stück machen. Ich hole mal Steine und dann machen wir das mal gemeinsam auf der anderen Seite. Ist ein bisschen... Ja, ich bin mir sicher, das sieht nachher trotzdem gut aus. Es ist ein bisschen, ja, ich sag chaotisch irgendwie, es sieht so ein bisschen konfus aus, aber ich wette, wenn wir alles richtig drin haben, zack, dann sieht es nachher richtig gut aus. Und dann ist der eine Balken wie so bei einem Fachwerkhaus, ist halt ein Balken mit drin. Ich glaube, das können wir vertreten. Und die Frage ist nur, ja, ich habe diese Mittelbalken auch wieder reingemacht. Schaut mal den hier. Die Frage ist nur, ob der notwendig ist und ob der gut aussieht. Aber ich dachte, dann sieht es auf allen Seiten gleich aus. Ja, dann haben wir überall diesen, ja, diesen Längsbalken nach oben. So. Ich würde sagen, wir verbauen alle Steine, die wir hier haben. Und dann machen wir eine Steinholaktion. Ich habe Kelvin auch mit Absicht nach zu Hause geschickt zum Steine holen, weil unser zweites Gebiet hier unten, da hat es ja alle auf einem Haufen. Das ist ja richtig easy. So, schaut mal. Das hat jetzt nicht dazu beigetragen, obwohl hier jetzt zu ist. Wenn ich jetzt den reinmache, müsste ich den rausnehmen können. Genau, so. Also das Holz kann man nicht durch die Steine ersetzen. Leider. Und das war jetzt eben mein Gedanke, dass wir das einfach so machen.
Dann ist in der dritten Reihe halt ein Balken mit drin. Aber das ist nicht weiter tragisch. Und die einzige Seite, wo es halt nicht so ist, ist die hier drüben. Aber ja, sei es drum. Ist nicht schlimm, finde ich zumindest. Kann man so trotzdem lassen. So, schaut mal, das ist die letzte Viererladung Steine, die ich hole. Dann würde ich einmal kurz mit euch gemeinsam nach unten gehen. So, an unser kleines Zusatzsteinlager. Und dann schauen wir, was Kelvin drüben gemacht hat, ob der schon soweit bereit ist. Also einmal, achso, ich muss hier nach unten stehen. Ist ja immer gut. Schick mal einmal eine Ladung Steine hoch, das müsste relativ easy gehen. So, schaut mal, die liegen nämlich hier in so einer Hülle und Fülle. Zack, 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 zack. Dass ich hier gar nicht einsortieren brauche eigentlich. Du kannst hier einmal rumlaufen, hast so schnell alles zusammen. Und dann gleite ich einmal rüber mit unserer Seilrutsche und wir schauen uns an, was Kelvin fabriziert hat und schicken die auch gleich hoch. So, das ist die letzte Ladung. Zumindest hier. Und dann würde ich sagen, wir gehen einmal zurück zur Basis. Ich muss auch trinken, ich muss auch was essen. Das dürfte sich eigentlich relativ gut treffen. Und durch unser Seilrutschensystem ist es alles so cool hier. Und die nächste Seilrutsche, die wir auch noch spannen müssen, ist natürlich rüber, wo wir die Brücke bauen. Das muss auch verbunden werden. Und deswegen machen wir einfach mal weg. Kelvin, bist du fertig? Kelvin ist fertig, super. Das bedeutet, beide Steinbehälter sind voll. Kelvin, sind beide voll? Sollen wir uns einmal überzeugen? Ich spann mal die Fallen kurz. Ich wette, das waren aber alles die Elche. Könnt ihr mir vorstellen. Einmal Fallen gespannt. Hier ist es gut. Ja, Kelvin, super. Genial, was machen wir da mit ihm? Schau mal, da hat es so viel Steine. Dann schicken wir ihn gleich wieder. Ich mache mal eine Ladung hoch. Dann weiß ich ihn wieder an Steine zu holen. So, die letzte Ladung. Ja, was ich gemeint habe, schaut mal, dass wir eine Seilrutsche von hier oben rüberspannen zum Wasserfall und dann von oben auch. Dann haben wir wieder unsere Erreichbarkeit für die nächste Baustelle. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann haben wir hier alles komplett vernetzt, den ganzen See. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir haben. Müsste einiges zusammengekommen sein. Die Stämme nerven ein bisschen. Hat es hier noch Platz? Ja, hier hat es noch Platz für zwei Stück. Cool, also, dann machen wir direkt weiter. Hat gerade so viel Spaß gemacht. Aufnahme läuft, Gott sei Dank. Dann hier dasselbe. Einmal drauf. Und den Querstamm einfach der Vollständigkeit halber wieder rein. Und dann haben wir es doch zumindest soweit überall gleich. Die Seite würde ich zum Schluss machen. Dann können wir hier wieder rein und raus laufen. Und jetzt wäre die Theorie, dass wir einfach weitermachen müssen. Obendrauf. Jo, perfekt. Das wird cool. Wir müssen wahrscheinlich nochmal eine Ladung Steine holen. Da bist du halt mit Stämmen schneller. Deshalb, ich war letztes Mal so drin im Baumodus. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, Steine zu benutzen. Habe einfach die Stämme reingehauen. Geht natürlich auch super schnell. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, das sieht mit Stein tausendmal besser aus, weil es dann auch zum Gesamtkonzept von der Kirche passt. Erstens ist ein Kirchturm immer aus Stein und nicht aus Holz. Und wie gesagt, wir haben hier überall Stein, das sieht nachher richtig gut aus. Und hier noch zu. Und sobald wir die Seite zu haben, schauen wir es uns mal von außen natürlich an. So, nächste Ladung. Und zu. Sehr schön. So Leute, kleine Baby-Attacke hier. Das hier lebt, glaube ich, noch. Du hast echt keine 5 Minuten Ruhe hier. Ich wollte schon vorhin sagen, jetzt hoffe ich, dass durch diesen großen Ansturm wir erstmal wieder ein, zwei Folgen Ruhe haben. Aber es scheint nicht so zu sein. Irgendwie haben wir Pech hier oben. Aber genau deshalb bauen wir ja hier. Das war der Plan. Und mir ist noch was eingefallen. Was wir uns zumindest auch noch anschauen können, es ist ja nicht mehr ganz so viel Zeit. Und wenn ich immer nur am Turm baue, ist es wahrscheinlich auch langweilig. Mir ist gerade noch was eingefallen. Lasst uns das mal hochschicken. So. Thema Eingang. Das können wir natürlich nicht so lassen. Ich glaube, das war jetzt wirklich erstmal provisorisch. Ich finde, das Ganze hier muss aus Stein werden, oder? Der Eingang. Vielleicht auch mit einem Gelände oder so. Also da müssen wir uns noch mehr Mühe geben. Ich finde nicht, dass wir das so lassen können. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Und was mich halt auch noch stört, ist, dass die Rampe hier weiter runter geht als da. Wobei das wahrscheinlich schwierig wird, weil hier, schaut mal, das Gefälle
insgesamt ist halt so. Hier geht es steiler nach unten wie hier. Weiß ich nicht, ob wir das jemals richtig gefixt kriegen. Es sieht halt so ein bisschen windschief aus. Also da habe ich mir überlegt, müssen wir noch irgendwas machen. Hier gefällt es mir eigentlich. Hier ist es soweit okay. Und ich frage mich halt, ob wir... Hatten wir nicht noch einen halben? Der ist halt auch schon wieder verschwunden. Da hinten liegt... Da schaut mal, das ist halt total schwachsinnig. Wie soll der bitte von da oben hier runterrollen? Keine Ahnung, was das Spiel macht, während man irgendwo ein bisschen weiter weg ist. Wisst ihr, dass wir irgendwie versuchen, hier noch eine Art Geländer ranzumachen oder so? Das ist die Frage, ob das geht. Nee, geht nicht. Würde wieder nur gehen, wenn wir hier einen halben drin hätten oder so. Schade. Den hat er schön oben drauf gelegt, aber so wollen wir es natürlich nicht. Hm. Schwierig. Wie ist es, wenn wir... Sieht wahrscheinlich merkwürdig aus. Ja, keine Ahnung. Hm, okay, ich überlege mir das mal noch, weil irgendwie gefällt mir das nicht. Der Eingang ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Aber schaut mal, hier kommen wir gut voran. Noch eine Reihe oben drauf, dann ist die eine Seite schon komplett zu. Und dann machen wir noch auf der anderen Seite ein Element voll. Und dann schauen wir es uns mal von außen genau an. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Auf der anderen Seite noch zwei, drei. So, noch drei Stück. Drei Stück, dann haben wir es. Das wird auf jeden Fall besser aussehen als mit Holz. Ich fand es da sehr merkwürdig aus. Und es ist mir dann beim Editieren, es ist mir so richtig aufgefallen, wo ich dachte, nee, das können wir so nicht lassen. Ich finde halt auch den Kontrast so schön zwischen Stein und Holz. Wenn du alles mit Holz machst, wirkt es halt sehr dunkel und weiß nicht, wuchtig. Ich finde, mit den Steinen gibt es einen schönen, ja, Kontrast. Lass uns mal schauen, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt so von hier schauen? So von der Seite. Ja, besser. Man sieht zwar so ein bisschen die Lücke zum oberen Balken, aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, und mit den unteren... Zwei Balken kann man sich drum streiten, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Man hätte auch unten Holz machen können und dann nur das eine Element voll mit Stein. Wäre wahrscheinlich auch gegangen. Aber ich finde es gut. Sieht richtig cool aus. Oh, was wir machen können. Leute, wir machen da eine Uhr dran. Wir machen auf jeden Fall eine Uhr dran. Wisst ihr, die... Wo ist denn die? Ist die hier hinten bei dem neuen Zeug? Hier, die hier. Oh, und wie wir die oben dran machen. Ganz oben. Ganz, ganz oben muss die dran. Also hier, ganz oben. Wie ich da hinkommen soll, weiß ich noch nicht. Da müssen wir ziemlich sicher ein Gerüst bauen. Zeit ist schon ultra. Wollen wir das noch machen? Die Uhr anzeichnen zumindest. Lass mal schauen, ob das geht. Wir probieren es aus. Okay, würde gehen. Bis hierhin wird es gehen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir müssen jetzt bis ganz nach oben bauen. Vielleicht reicht es schon. Oh, ich hatte noch einen in der Hand. Come on. Ihr wisst, wie ich es vorhabe. Ich muss noch versuchen, eins weiter hochzukommen. Das bedeutet, der hier braucht eine Unterstützung. So. Und jetzt müssen wir... Oh je, das wird schwierig. Unser Gerüstbau. Der muss hoch. Krieg mal hin. Schaut mal. Ich bin so gespannt. Hier ein. Und hier. Jetzt kriegen wir es hin. Ich bin mir ganz sicher, die Frage ist nur, ob wir sie schön platzieren können. Ja, das geht. Es wird nicht ganz mittig. Schaut mal. Come on. Ne, es wird nicht ganz mittig werden. Schau mal, wenn ich die Uhr gerade machen will, also zur Front gerade ausgerichtet, dann ist sie ein bisschen zu weit links. Sobald ich das nach rechts mache, kippt mir die Uhr. Warum auch immer. Mist. So.
Nee, 12 sollte schon oben sein. Gut, ich kann es so ein bisschen drehen, das wird es aber. Dann ist halt unten verschoben. Also, es bringt nichts, ich muss es so machen, aber ist doch egal, oder? So. So. Ah, schade. Ich würde sie. Mal kurz schauen, schon ein bisschen weiter. Nee, ist okay so, oder? Wie gesagt, wir kriegen sie nicht weiter rechts, leider. Ist es okay? Achso, jetzt muss ich das lassen, bis ich es gebaut habe, ne? Was braucht man denn dazu? Eine Batterie. Zwei Arme. Knochen haben wir. Wir haben eine Uhr, wir haben Draht, wir haben eine Batterie. Stöcke können wir sammeln. Das eine Stück Holz kriegen wir auch hin. Zwei Arme. Kein Arm mehr. Wahrscheinlich nur noch ein vergammelten. Hier ist alles vergammelt. Werf's mal raus. Es ist noch vergammelt. Hier Fleisch ist vergammelt. Austern sind vergammelt. Alles vergammelt. Okay, zwei Arme. Wer stellt sich zur Verfügung? Jetzt kommt wahrscheinlich niemand mehr. Aber hey, cool, auf jeden Fall. Kirchturmuhr. Und vielleicht noch eine Beleuchtung, oder? Damit man die Uhr auch sieht. Was wäre denn hier am besten? Eine Fackel? Oder eine Glühbirne? Glühbirne würde doch gehen. Jetzt bin ich schon wieder auf Abwägen hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel, als Beispiel, hier. Und hier, also ich mach's mal. Nee, das geht nicht, weil der Draht ist, glaube ich, immer auf der Unterseite, ja. Oh, jetzt hätte ich meinen Draht gern wieder. Krieg ich meinen Draht? Das war jetzt ein Fehler. Doch. Okay. Die Glühbirnen sind immer auf der Unterseite vom Balken. Das bedeutet, es funktioniert nicht. Wenn ich das beleuchten will, jetzt habe ich keine Stöcke mehr, dann muss ich es mit einer Fackel machen. Ist aber auch kein Problem. Oh, ich hätte jetzt gerne noch zwei Arme. Die Frage ist, wo ist das nächste Camp? Er sagt, sechs Stöcke fehlen uns noch. Komm, das holen wir kurz. Was? Ach so, du bist es. Okay. Der Elch, wie gesagt, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen gerade. Sechs Stück plus, machen wir mal zwei für eine Fackel. So, das müsste doch ausreichen. Hier ist noch einer. So. Okay, zwei Arme nächstes Mal. Kleine Mission. Wir holen uns auf jeden Fall zwei Arme. Wenn keiner uns besuchen kommt, kein Arm, dann gehen wir zum Arm. So, Batterie. Jetzt kommt noch das. Ein Viertelstück ist das. Komm, das holen wir uns auch noch kurz. Wir haben doch hier noch irgendwo. Ne, wir haben keinen halben mehr. Der ist mir doch abhanden gekommen. Also der eine ist da hinten rüber gekullert. Und ich war mir sicher, dass noch ein anderer da war, aber der ist natürlich jetzt auch schon verschwunden. Dann opfer ich nochmal einen, ist mir jetzt völlig egal. Was muss, das muss. So, dass wir nächstes Mal nur noch die Arme reinmachen müssen. So. Das hier, der Knochen und jetzt fehlen die Arme. Und dann natürlich einmal ganz schnell, ich glaube auf der Seite 4 ist es. Dann müssen wir mit einer Fackel arbeiten. Ist völlig egal. Ich mache das so ein bisschen unterhalb. Hier vielleicht. Und hier wird ja auch noch zugemacht. Hier, so. Ich hoffe, die Fackel ist jetzt nicht im Weg für die Mauer. Da gibt es manchmal so Kollisionen. Aber ich glaube, das geht. Und dann könnten wir hier. Lassen wir es mal so. Wir können natürlich noch mehr Beleuchtung an den Turm machen, ist klar. Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Dann sehen wir die Uhr wenigstens auch. Und ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle würde ich mich verabschieden. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Der Baum hier, der muss, glaube ich, weg. Der gefällt mir nicht, weil der so. Jetzt, wenn ich jetzt draufhaue, mache ich mein Gerüst kaputt. Da bin ich mir fast sicher. Aber der muss weg. Also auch komplett. Der steht zu nah am Eingang von uns dran. Und blockiert mir irgendwie die Sicht. Komm. All doch. Ja, es war mir schon klar. Oh nein. Oh Mist. Okay. Nehmen wir kurz weg. Ich habe mein Gerüst abgebaut. Nur ein bisschen. Schaut mal, sogar den hat es abgebaut. Ist schon merkwürdig. So.
So, jetzt haben wir es wieder. Also es sieht auf jeden Fall cool aus und es ist schon wieder, die Tage auch hier vergehen so schnell und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Winter kommt. Ich meine, hier oben ist es immer kalt und hat immer Schnee, aber auch unten. Dann ist es nicht mehr ganz so bequem, dann ist es nicht mehr ganz so gemütlich, finde ich auf jeden Fall. Aber wir lassen uns davon nicht abbringen. Ziel ist es, den Turm komplett fertig zu bauen, bevor ich unten mit der Brücke anfange. Wobei mir dieses Brückenprojekt auch ein echtes Anliegen ist. Ihr wisst, ich baue sehr, sehr gerne Brücken. Und ich habe dieses Mal überlegt, wir machen die Brücke aus Holz und Stein. Also wir bleiben dem Motto hier treu, dass wir jetzt ein bisschen mehr mit Stein bauen. Wird bestimmt auch cool, will ich mal ausprobieren. Ich denke, wir versuchen so eine Art Bogenbrücke aus Stein zu bauen. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Könnte schwierig werden, allein schon wegen dem Steinvorrat, den wir uns dann wiederholen müssen. Aber mir gefällt es hier wahnsinnig. Ich finde den Spot insgesamt, also dieses ganze Areal hier oben am See, wunderschön. Und es macht mir richtig Spaß. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen noch einmal gemeinsam runter. Lass uns noch mal kurz so ein bisschen den Turm anschauen. Oder höre ich da schon wieder was? Ich höre schon wieder was. So. Oh, gibt der auch Arme? Doch nicht, oder? Er hat einen Arm verloren, aber ich kann ihn nicht einsammeln. Okay, schade. Wäre ein Versuch gewesen. Ja, also, mir gefällt es schon wahnsinnig. Und dann, ja, wenn es euch auch gefallen hat, die Folge, dann lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Ciao.